Und damit willkommen zu einer Runde Blunzer Defense 6 und heute mit dabei sind Matthias und Darkhunter. Moin. Hi. Darkhunter wahrscheinlich noch einigen bekannt aus den alten BTD5-Zeiten. Wir haben jetzt lange gewartet, bis der Koop-Modus hier mal kommt. Und man kann sogar drei Spieler machen. Ja, wobei, es gab doch schon mal so einen Koop-Modus, wo wir zu zweit das gespielt haben, oder? Bei 6 nicht. Ja, nee. BTD5, genau. Ach so, okay. Okay, wir haben ich habe den seit mehreren Monaten nicht mehr gespielt, also... Ich meine, gut, die Sachen sind wahrscheinlich noch... Ja, es ist so schwer, wird es wahrscheinlich nicht sein, aber wir müssen wahrscheinlich... Dadurch, dass man es ja überall hinsetzen kann, muss man ja trotzdem mal gucken, wie man es aufteilt, ne? Setz ja, dahin, wo du Bock hast, ne? Genau. Du bist ja zum Beispiel bei dir bei $140 ein Ausrufezeichen. Weil ich gesagt habe, dass ich Geld haben möchte. Ja, so kennen wir ihn. So kennen wir ihn. Ja, sag halt mal, ne? Wo soll ich was setzen? Warte mal. Irgendwo, du hast es schon mal gespielt. Ja. Oh, es ist bestimmt Kapitän Bild, ha? Was denn? Mit dem U-Boot war von mir, ja. Ja, hab ich schon gedacht, mit dem Schiff. Das ist ein U-Boot, das Schiff ist nicht... Also Schiff kann ich jetzt bauen, theoretisch, wenn du willst. Stimmt, ja. Das ist das Schiff. Und falls es einer nicht bemerkt hat, ja? Diese Map gab es auch im BTD5. Ja, die gibt's, die erkenne ich noch. Die wurde nämlich erst mit dem letzten Update mit Koop eingefügt. Vorher gab's die nicht. Und hat sich der Fred natürlich gleich diese Map rausgesucht. Läuft das, ein bisschen laggy? Ja. Ja, würde ich schon sagen. Das ist. Läuft sehr langsam irgendwie, oder? Hast du auf Vorspulen gedrückt? Ja, wer hat denn gerade ausgemacht? Irgendwer hat gerade ausgemacht, weil du hast das wahrscheinlich, Matthias, ne? Was denn? Ich hab nichts gemacht. Ja. Ich weiß noch früher immer. Ich hab meine Hand noch nicht mal an der Maus. Ja, aber du deine Hand hast, will ich gar, will ich gar nicht wissen. Krami. Ich weiß noch, wo wir früher mal gespielt haben, da Kanta, dann haben wir immer so lange die Bananenfarmen gemacht. Dann waren wir verloren haben. Ja. Der eine wollte immer mehr Bananenfarmen haben als der andere und dann waren wir tot. Ja, ne, jetzt werden keine Bananenfarmen gebaut, jetzt wird der Benjamin gebaut, ne, der Hero. Der ist in Koop richtig OP. Okay. Weil jeder kriegt halt diese 150, also jeder, der halt Benjamin baut, kriegt halt diese $150 extra pro Runde. Oder die, das Geld, was er halt kann bringt. Kann man den freischalten oder muss ich den kaufen? Den also, musst du, glaube ich, kaufen. Also mit Ingame-Geld halt, ne? Ja, wir müssen halt mal gucken, ich muss mal wieder reinkommen hier in das Ganze. Ich habe auch jetzt, ich habe $670, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Na, her damit. Alchemist, ich baue erstmal ein Bötchen. Ein Bötchen? Machen wir schon, guck, wie war das so? Ja, Matthias. Keramik. Ey. Alter, wir sind bei Runde 6. Das kommt doch alles noch. Ja. Spannt euch mal. Geht immer schneller, als man gucken kann. Weißt du, bei Bloons Tower Defense 5, da wusste ich immer auswendig, wann welche kommen. Aber das ist jetzt hier, weiß ich das noch nicht. Ich glaube, das hat sich tatsächlich gar nicht geändert, die Rundenzusammensetzung, oder wenig geändert. Ich finde es so schade, dass sie das Spiel nicht umsonst gemacht haben. Das hat denen, glaube ich, viele Spieler gekostet. Ja, warum sollten sie denn? Weil das mittlerweile doch echt überall so ist, dass das Spiel umsonst ist und das sich dann durch Ingame-Käufe finanziert. Ja, und für 5,49 €, das finde ich aber auch vorläufig so, dass die dann irgendeine Werbung einblenden. Ja, aber ich meine, Ninja Kiwi ist doch ziemlich etabliert eigentlich mit der. Aber dann bezahle ich lieber 5 Euro für das Spiel als mehr. Ja, aber du kannst auch trotzdem, 1000 Sachen kaufen in diesem Spiel. Ninja Kiwi wird sich auch gedacht haben, eben, wir haben so einen etablierten Namen, also zahlt euch mal 5 Euro dafür. Hat ja wunderbar funktioniert. Ey, 5 Euro, was sind denn 5 Euro, ganz ehrlich? Ja, pack dir mal nicht in die Hose, du. Ich habe ja nicht gesagt, dass mich das jetzt persönlich stört. Aber ja, anscheinend aber schon. Meinst du ja nur durch weniger Spiele? Ich glaube schon. Ich kenne noch viele Leute, die auch mit immer noch Balloons Tower Defense 5 spielen. Ich meine, gut, das hat damals auch gekostet, aber... Ob es jetzt 500.000 oder 1 Million sind, sie denken sich, okay, wir haben von 500.000 halt 5 Euro bekommen. Eben. Oder 1 Million umsonst, das ist statt von 1 Million gar nichts, außer diese lächerlichen Werbeeinnahmen und du weißt selber, dass das... Und den Koop-Modus hätten sie natürlich auch mehr herbringen können. Nee, das ist ja bewusst gewesen, weil nach einem Jahr ist der Hype vom BT6 so abgeflaut, dass sie jetzt BT6 gemacht haben. Natürlich, am Anfang mega heftig. Aber sowas von. Du hast ja auch verschlafen wahrscheinlich. Nein, ich habe am Anfang sogar mal ein paar Folgen gemacht, aber ich meine, gut, irgendwann war es dann im Endeffekt auch das Gleiche, ne? Immer andere Strecke. Es ist ein Strategie-Game. Ja. Kannst du genauso sagen, Warcraft, Starcraft, alles das Gleiche. Das voll scheiße. Spiel ich ja nicht. Alter, wer fordert denn da die ganze Zeit Geld? Das müsste man nicht in der. Du wahrscheinlich selber, du Esel. Das war vom. das war vom Anfang an noch. Ich weiß, dieses komische Ausrufezeichen geht aber auch nicht mehr weg, ne? Was macht denn der? Ach, das ist Benjamin. Ah, okay. Benjamin. Aber eine Sache muss ich wirklich mal sagen. Die haben ja gesagt, komplett in 3D.
Da steht dick und fett im App Store. Wo ist denn das 3D? Naja, vergleich es mit Bloons Tower Defense. Das stand komplett in 3D. Ja, 3D ist es nicht. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach ist es 2D. Du guckst von oben drauf und das war's. Sag mir mal, Matthias. Boah, Alter, seid ihr ein paar Kleinscheißer. Das ist ja unglaublich. Matthias, du bist ja Experte. Sag mir mal, was ich jetzt bauen soll. Ah, der Magier, der war gut, ne? Der Magier konnte auch die Blitze machen und konnte auch die Kamos machen. Ja. Weiß noch, ach, ist das nein, süß. Nicht der doch nicht, der den Alchemisten oder was? Doch, der Zauberer ist auch gut. Ich weiß noch, wo wir damals in der Uni Bloons gespielt haben, weißt du das noch? Alter, wie lange das schon her ist. Das ist, wie lange es Bloons auch schon einfach schon gibt. Ich meine, ich glaube, das erste Mal Bloons habe ich, glaube ich, vor 10 oder 11 Jahren gespielt. Das ist unglaublich. Und vor allem, die Strecken gab es ja dann auch jahrelang, ne? Die haben sich ja auch jahrelang nicht verändert. Ja. Aber warum auch? Was ist denn, auf welchem Zweig sind denn diese Blitze von dem Magier? Von dem Zauberaffen? Lies sie dir durch. Wo sehe ich denn das? Kannst du dir angucken, die ganzen Wenn Zweige. Wenn du den Affen anklickst und oben rechts auf Upgrades gehst. Er kann den Affen nicht anklicken, er kriegt die Maus ja nicht aus dem Desktop raus. Ich muss ihn erstmal wiederfinden. Da. Upgrades. Ich meine. Was meine ich denn? War das das überhaupt, was ich meinte? Ich glaube, Matthias hat recht. Ich weiß gar nicht. Welche Blitze meinst du eigentlich? Irgendeine Truppe hatte doch so Kettenblitz, sowas in der Art. Der Alchemist, immer noch. Ja, das ist er doch. Das ist doch der Zauberaffe. Der Weiße. Ja, mit den ich gerade gebaut habe. Ja, das ist nicht der Alchemist, das ist der Druide. Ja. Ne, mit Donnerherz. Ja, Entschuldigung, Donnerherz. Sind wir doch endlich mal am Ziel angekommen. Warte mal, wo war das jetzt auf dem oberen? So. Erstmal ein bisschen Moneten anfordern hier. Naja, vergiss es. Erstmal ein bisschen Cash hier anfordern. Hab ich mir verdient. Naja. Wo hast du das bitte verdient, hä? Ja, ich hab hier die ganzen Sachen gebaut. Alchemist. Und Zauberaffe. Donnerstag. Ist nur alles ziemlich am Müll. Marble-Affe. Warte mal ab, bis jetzt hier gleich Donnerherz kommt, dann geht's aber ab. Geh dafür aber bitte auf die Toilette. Fordern da schon wieder Geld an. Alle fordern sie Geld an. Alle wollen sie Geld an. Sag jetzt nicht, was du sonst immer sagst. da war mein Druide aber richtig stark. Das war nicht dein Druide, das war mein Bumerang-Affe. Der war richtig stark. Alter Schwede. Dein Druide kann gar nichts. Ja. Der hat 8 Plunes gepoppt. Ey, ich kann Benjamin bauen. Warum kann ich den Benjamin bauen? Weil du den Helden mitgenommen hast? Nee, ich hab den. Du hast doch eben gesagt, den muss ich freischalten. Hast du aber dabei. Na, wie soll ich den denn freischalten, wenn ich das Spiel seit Monaten nicht gespielt habe? Ja, der war vorher schon da. Das war, glaube ich, der zweite, der mit eingeführt wurde. Ja, ich würde jetzt wieder was sagen, Matthias, aber. Ach, es soll ja jugendfrei bleiben. Ich fordere noch mal eben ein bisschen Geld an, so. Dann baue ich den gleich. Ist das, wo muss ich den denn hinbauen? Irgendwo hin. Wo du Bock hast. Das ist der Kottaffe. So. Der Kottaffe. Ich muss mal eben jetzt hier in die Einstellung, warte mal, die Spieletipps mal ausstellen, die gehen mir nämlich auf den Senkel. Ja, würde ich auch machen. Ich weiß noch, wo ich das damals aufgenommen habe ich halt immer so ziemlich weit dann gespielt, ne? Also nicht, oder manchmal auch erst in Runde, weiß nicht, 60 angefangen oder so. Weil irgendwann ist das ja auch vor allem mit diesem Tempel ist das immer ziemlich am Eskalieren, ne? Ja, okay, wenn du das Ding irgendwann am Ende hast, klar. Der hat ja dann alles quasi vereint, was du damit weggemacht hast, oder nicht? Habt ihr im Bild die 6-Stunden Runde 100 erreicht? Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Und gegen den fetten lila Zeppelin gekämpft? Ja. Da bringt ein Tempel nicht so viel. Ich kann mal später mal gucken, was ich als Maximum hatte. Das habe ich ja, denke ich mal, in der Folge mal gehabt. Ja. Jetzt sind wir schon in Runde 36. Was mache ich denn unten auf diesem Knopf? Welcher Knopf? Executing. Achso, das ist die Fähigkeit von Benjamin. 1, 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 1. Da ist ein Gehexort, ne? Das ist ein schön Gehexort hier. Warte mal, ich kann den gleich upgraden. Auf 140 kommt übrigens der erste Moab. Wann? Auf Runde 40. Dann baue ich doch mal schnell eine kleine Rakete. Aber wenn wir nochmal eine Folge aufmachen, dann will ich mal so eine getrennte Runde haben.
Naja, das ist, ich glaube, das ist auch ganz lustig. Ja, dass du quasi die Map aufgeteilt hast und dass dann der eine macht die, so wie das halt bei 5 war. Wir kriegen da keine Kamos mehr kaputt irgendwie, oder? Doch, 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 alles okay. Wieso hat mein U-Boot hat doch Advanced Intel, dann müsste die doch kriegen, oder nicht? Ja, aber der kann nur in dem Bereich angreifen, wo Affen sehen, die Titans sehen können. Ach so, okay. Freddy, ja. Mach du mal, oder Fred, mach du mal dein Monkey-Dings vom Schiff unten Crow's Nest. Hast du das auf Englisch? Den unteren Zweig da. Ja, habe ich noch auf Englisch leider. Ich kann hier einen Affen. Meinst du Ausguck oder was? Hab ich gerade gemacht, ja. Hab ich jetzt gerade alles im Griff, Matthias. Alles im Griff. Ja, aber dann kann der jetzt alles kaputt. Easy. Ich brauche noch ein bisschen was. Gib mir mal ein bisschen, dann habe ich den Mobschläger. Ist doch egal. Zu spät. Das Ding ist doch eh nicht stark. Ja, aber gleich noch. In Runde. Das geht dann nur bis Runde 16. Auf 60 kommt, glaube ich, der erste BFB. Ja gut, man muss sich ja erstmal langsam hier reinfuchsen. Zumal durch Benjamin, durch den Trojaner, keine Ableger rauskommen, wenn er einen trojanisiert. Also aus dem Großen? Genau, dann kommen keine Kleinen mehr raus. Nein. Sobald er sein Virus raufgeschossen hat. Ist ein Trojaner. Voll geil, oder? Wir haben am Anfang ganz, ganz viele rumgeheult. Aber dann verliert man doch ganz viel Geld, weil da viel Keramiks nicht rauskommen. Der. Also kriegt man aber das Geld dann nicht? Na, weil die kommen ja nicht raus, die Wärme. Ja, aber ist ja unlogisch, du zerstörst sie ja im Endeffekt trotzdem. Nee, die kommen einfach nur nicht raus. Ja, aber wenn du sie ja nicht, wenn sie ja nicht rauskommen, sind sie ja trotzdem da, oder nicht? Nein, diese hat die einfach nicht. Genau, wenn der Mob zerstört ist, kommt auch nichts weiter raus. Aber deswegen, man kriegt da durch Benjamin wahnsinnig viel Geld. Ne, Fred, du hast ja auch schon 2090 Dollar durch Benjamin bekommen. Ja, sieh mal an. Bringt ja eigentlich noch Affendorf zu bauen? Ja, 15 haben wir noch. Deswegen habe ich dieses anfängliche Argument nicht verstanden, dass alle rumgeweint haben, dass Benjamin ja so schlecht sein soll. Aber mittlerweile heulen sie alle nicht mehr rum. Da haben sie es begriffen. Ich bin gerade noch am überlegen, was ich bauen soll. Ich glaube, ich werde meinen Druiden erstmal ein bisschen upgraden. Eben, bau mal das aus, was du schon hast. Ja, mach ich ja gerade. Oh, da sind Scharfschützen unten hingebaut. Mhm. Sniper! Was auch cool ist, man kann jetzt den Upgrade-Zweig sehen, wie die geupgradet sind. Ne? Ich glaube, das ging im BT5 nicht, wenn man auf den Turm klickt, oder? Ich kann die anderen anklicken und sehe, was sie haben, ja. Aber im BT5, glaube ich, ging das nicht. Du meinst die von das den anderen Spielern? Ahnung. Ja, genau. Wenn ich jetzt von dir das Schiff anklicke. Nee, das ging nicht. Ja, die guten alten Zeiten. Die guten alten BTD. Und das Gute ist, wenn ein anderer halt disconnectet, dann kriegst du automatisch halt, oder dann werden halt die Türme aufgeteilt für restliche Spieler. Na gut, wenn man mit Matthias spielt, so ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Aber komm, du hast auch erstmal disconnects früher. Viermal Benjamin dann im Team hat oder so und alle disconnecten, das ist schon ziemlich nice. Einzig ist halt das Problem, dass du dann teilweise nicht mehr weißt. Du hast das hingebaut, wo ich gerade. Das einzige Problem ist, dass du teilweise halt nicht mehr weißt, welche Affen jetzt von dir sind und welche nicht, ne? Dann willst du upgraden. Das ist richtig. Dann weißt du nicht, ist das jetzt mein Affe oder ist das Matthias? Aber dann wäre es ja auch ein Affe. Deswegen steht ja oben links die Farbe oder P1, ne? P1 bist halt du, Fred. P2 bin ich und P3 ist. Bei dir Matthias. Sieht das wahrscheinlich anders aus als bei mir. Nee, wenn du einen Affen auf einen Affen draufklickst. Ach so, ach, das meinst du. Siehst du oben links diesen kleinen Button. Ja. Welche Farbe habe ich denn? Rot. Ich bin gelb. Schön. Ja, ne? Also zum Ausnahmsweise ich bin nicht, blau. Dass du ausnahmsweise mal nicht blau bist, Matthias. Ich bin blau. Ich will mal einen Supermonkey bauen. Wo ist er denn? Dann mach doch mal. Aber der muss irgendwo hin, wo auch was bringen, ne? Der ist einfach Runde okay. Ist ein das Match ist in 7 Runden vorbei, da kommt eh keiner mehr durch. Ich kann ihn nichts wünschen, weil er so groß ist, einfach. Wir können ja tatsächlich, da die Verbindung gar nicht so beschissen ist, wie ich dachte. Habt ihr doch keine Holzleitung. Können wir tatsächlich eine Schwermission machen. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber dann geteilt. Haben wir denn zu dritt genauso viel Geld, wie wenn man die alleine macht, oder was? Aber dann geteilt, genau. Na, das teilt sich, das Geld teilt sich halt auf. Wenn du den Hinweis am Anfang gelesen hättest, steht halt da, dass du dir das Geld teilst. Haben wir natürlich nicht gelesen. Ich frage mich halt die ganze Zeit, ob ich euch jetzt beide mit durchziehen muss oder nicht. Das ist halt die Frage. Wobei, Leute, was war das denn gerade? Haben wir so viel Geld bekommen? Ja, wenn einer ihm mal spendet, hä? Ich muss mich ja mal einschleimen bei meinem Lieblings-YouTuber. Wobei man wirklich sagen muss, dass Matthias, wir haben ja öfters mal so ein Duell gemacht bei Tower Defense 6. Und da habe ich jedes Mal verloren. Also ich habe wirklich, ich glaube, wir haben einfach dann die gleiche Strecke gespielt.
und wer halt dann weiterkommt, ne? Mhm. Also eine Strecke, die wir beide nicht kannten. Weil ich habe auch ein paar Mal, da hatte ich mir so ein bisschen, ich habe mir dann immer aufgeschrieben, was wofür. Und ich habe jede. Hab dann teilweise echt so eine Liste gehabt, okay, Runde 40, die und die, dafür sind die und die gut. Und hab dann wirklich geguckt, dass ich das dann abgegradet kriege in der Zeit. Ich habe jede Runde verloren. Auswendig weiß ich das ja nicht, ich muss mir das immer so irgendwie aufschreiben. So Camo bleib. Ich hab mir dann immer gemerkt, woran ich kaputt gegangen bin. Merkst du ja, wenn du die Strecke einmal spielst und okay, irgendwann kommt Camo bleib und du gehst das kaputt, weil du die durchgehen und du da nichts hast. Aufgeschrieben? Irgendwann sollte man schon wissen, wann das kommt, ne? Zum Beispiel in 159 kommt Camo-Led. Okay. Ja, aber das ist mir dann halt da aufgefallen, dann wusste ich, okay, ich muss bis dahin irgendwas haben. Hast du gerade gemerkt, dass ich, Hast du auch gemerkt, dass ich zurückgespendet habe? Okay. Hast du auch gemerkt, dass du nur 11.000 Ballons kaputt gemacht hast? Ja, hast aber auch gesehen, dass ich 10 Türme platziert habe. Ich finde diese Statistik auch ziemlich du hast 1.600 Gold generiert, wow. Matthias. Ich habe aber 5.000 Ballons mehr kaputt gemacht. Bei Dark steht Platzmeister, bei mir steht Meister Bomb, bei dir steht keine Bananen für dich. Na gut, dann würde ich sagen, war das schon mal Episode 1 von Goonstow Defense 6 und dann geht's, ich würde sagen, wir nehmen ja direkt nochmal eine auf. Ja. Und dann guckt in die Beschreibung. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.